Draven, der ruhmreiche Scharfrichter. Sogar als Waisenjunge auf den Straßen von Basilich war Draven ein eigenwilliges Kind, das sich angeberisch in den Vordergrund spielte und häufig mit älteren Straßenkindern und zwielichtigen Schlägern der Unterwelt brutale Kämpfe austrug. Er hatte großes Vertrauen in seine Fähigkeiten. Manche sprachen sogar von übermäßigem Selbstvertrauen. Und dennoch verdankt er sein Leben in der Kindheit sowohl seinem älteren Bruder Darius, der stets und ständig die von Draven begonnenen Kämpfe zu Ende führen musste. Als Basilich von der Noxianischen Kriegswehr eingenommen wurde, fielen die beiden Brüder einem Hauptmann namens Cyrus auf, nachdem Draven ein kaum durchdachtes Attentat auf ihn verübte. Vom Kampfgeist der Brüder beeindruckt, gestattete Cyrus es ihnen, sich der Noxianischen Armee anzuschließen. Jahrelang kämpften die Brüder in Cyrus' Kriegswehr. Darius gewöhnte sich schnell an dieses Leben, doch Draven wurde es nach und nach immer langweiliger. Sein kämpferisches Können stand außer Frage, aber die tägliche Plackerei des Soldatenlebens war für ihn zu viel Mühe für ein zu geringes Entgelt und nicht genug Ruhm für ihn persönlich. Darius stieg unweigerlich zum Anführer seines eigenen Kriegstrupps auf und Draven diente unter ihm. Falls er sich jedoch vorgestellt hatte, dass dies der leichtere Weg war oder eine Möglichkeit, mehr Ruhm für sich persönlich einzuheimsen, wurde er zutiefst enttäuscht. Einige meinten, Draven hat Darius' Einheit aus freien Stücken verlassen. Andere wiederum sind der Ansicht, dass er ausscheiden musste. In jedem Fall war sein Können als Champion und Duellant sehr gefragt und ihm wurde während der Besetzung von Ionia der Beitritt zu einer ganzen Reihe Kriegstrupps schmackhaft gemacht, bevor er sich mit einem recht respektablen Vertrag in den Arenen der Vergeltung wiederfand. Seit Jahrhunderten hatten die Gladiator-Vergelter eine wichtige Rolle in Noxus gespielt. Sie bestraften Verbrechen und schlichteten Streit zwischen Adelshäusern. Draven war fest entschlossen, den Ruhm, die Verehrung und das Ansehen zu erlangen, die ihm seiner Meinung nach zustanden. Wegen der langen Kriege an vielen Fronten, die sich in die Länge zogen, verlor das Spektakel für normale Bürger nach und nach an Anziehungskraft. Die schwindende Aufmerksamkeit des Publikums setzte Draven stark zu, sodass er mehr und mehr Zeit in den schäbigen Saufallen und Spielhöllen der Hauptstadt verbrachte. Er war völlig am Ende und pleite, als der ehemalige General Jericho Swain ihn fand. Swain plante Noxus' verlorenen Ruhm wiederherzustellen und brauchte dafür Dravens Hilfe. Vielleicht heuerte Swain ihn nur an, um sich die Unterstützung seines Bruders Darius zu sichern. Wie dem auch sei, Draven war der Dreh- und Angelpunkt von Swains Plan, Großgeneral Boram Darkwill seines Amtes zu entheben. Draven lächelte zum ersten Mal seit Monaten, als er triumphierend neben Swain stand und sich vom Noxianischen Volk bejubeln ließ. Doch die Pflicht rief. In den Tagen und Wochen, die diesem beispielslosen Coup folgten, weigerten sich viele Adelige der Oberschicht, Swains Recht auf Nachfolge anzuerkennen. Sie wurden zum Tod in der Arena verurteilt. Ein Verurteilter entkam seinen Aufsehern vor der Hinrichtung. Aus reinem Instinkt, aus Gewohnheit sprang Draven vom hohen Balkon und schleuderte seine Axt auf den fliehenden Mann, was diesen innerhalb eines Sekundenbruchteils zu Boden brachte. Nach einem Augenblick angespannter Stille brach die Menge in tosenden Beifall aus. Draven holte sich seine Axt zurück und wirbelte sie als Schauspiel für seinen neuen Fans in der Luft herum, während er sich im Applaus sonnte. So wurde Draven zum ruhmreichen Scharfrichter, der Routinekämpfe in Spektakel verwandelte, die eine noch größere Menge anzog. Schon bald wandte sich ein unternehmerischer und zwergenhafter Veranstalter mit einer Idee an Draven, der es leid war, für Kost, Logis und Training der Vergelter zu sorgen, nur damit diese von schwindenden Zuschauerzahlen ihr Leben ließen. Warum sollte man sich nicht das Drama der klassischen Arena-Kämpfe mit Dravens angeborenem Hang zur Selbstdarstellung verbinden? Bald
waren die Vergelter genauso Unterhaltungskünstler, wie sie Kämpfer waren. Jeder hatte seine eigene erfundene Hintergrundgeschichte, seinen eigenen Kampfstil und extravagante Persönlichkeit. Oft floss in den Kämpfen viel Blut, schließlich war dies immer noch Noxus. Doch sehr viel weniger Kämpfe endeten tödlich. Die Rivalitäten, das gegenseitige Schlechtreden und die Intrigen zwischen den bekanntesten Vergeltern wurden überall im Imperium zu Legenden versponnen. Doch niemand war häufiger Gesprächsstoff als Draven. Eine Zeit lang lebte er auf großem Fuße und erhielt Einladungen zu einer nicht enden wollenden Serie an Feiern und Banketten, bei denen er sich unter die wohlhabenden und einflussreichen Menschen in Swains neuem Noxus mischte. Er versöhnte sich sogar mit Darius und schloss sich gelegentlich der Kriegswehr bei einem Marsch an, wo er gegnerische Champions und Generäle im Kampf Mann gegen Mann besiegte. Gleichwohl stellt sich bei Draven langsam ein Gefühl der Unruhe ein. Er hat alles und mehr, als er sich nur vorstellen könnte, träumt aber dennoch von dem Tag, an dem die ganze Welt seinen Namen kennt.